Seid ihr bereit für die absolut krankeste Life of Luxury Folge, die es auf diesem Kanal, auf deren Kanal, die überhaupt jemals existiert hat? Es ist die Fortsetzung von der einen Folge, wo der Junge nicht aufgehört hat zu wachsen. Die soll wirklich krass sein. Also die soll wirklich, wirklich krass sein. Aber ob die wirklich krass ist, entscheidet die Nachtfuchs Gang. Freunde, bevor es losgeht, kann ich euch kurz was zeigen. Gönnt euch mal mein Sonic T-Shirt. Ist das nicht geil? Leute, ich liebe Sonic, beziehungsweise ich liebe Shadow. Kennt ihr den überhaupt? Da gab es ein Spiel für die Gamecube, Sonic Adventure 2 Battle. Und das war das beste Sonic-Spiel. Ihr glaubt es mir nicht, aber es war wirklich das beste Sonic-Spiel. Und egal, wir sind nicht wegen Sonic hier, wir sind wegen dem Boy hier. Wegen Parker. Parker. Oh, wie oft ich gesagt, ich will solche Videos auch mal machen. Ich versuche gerade auf Kio so ein bisschen, merkt ihr, so ein bisschen anderen Content, so ein bisschen einen auf den, aber... Ja, muss man noch reinkommen, so, yeah? Okay, let's go. Nein, okay, let's go. Also, die sind in Kontakt getreten mit einer Mutter, das sind zu viele Namen gerade, mit der Schwester von der Mutter von Tommy von der alten Folge. Aber die Schwester von ihr. Und die wussten nicht, was mit dieser Candace damals passiert ist. Und die haben jetzt wahrscheinlich die Information bekommen von der Schwester. Ja, Doris. Okay. Also, der Sohn und die Mutter von dieser einen letzten Folge, wo der Sohn nicht aufgehört hat zu wachsen, sind wohl beide noch am Leben. Das hat er gerade erfahren von der Schwester von ihr. Und wir leben zusammen in einem neuen Haus. Okay, jetzt hat sich nichts verändert anscheinend. Er ist immer noch am Durchdrehen und alles komisch. Und dieses Video hat er bekommen. Oder halt dieses Video wurde gepostet auf Facebook anscheinend. Der sucht seine Mutter. Deine Mutter ist hier. Sie braucht Hilfe. Ich komme nicht klar drauf. Komm, komm näher. Der Sound. Her son, even though he's been hurting her, which has caused her health to rapidly decline. If somebody doesn't get Tommy under control, Doris fears that Candace doesn't have much time. Okay. Left. So tonight we're gonna go to die gehen jetzt zum Haus und checken ab, weil wenn es so weitergeht, Mutter packt das nicht mehr. Bro, why do you want to go back to these people? Tommy is violent. Warum noch mal hingehen? Wir müssten nicht noch mal hinhätten, wie die damals gerettet. Das ist unsere zweite Chance. Aber immer wenn wir Leuten helfen wollen, machen wir alles falsch. Stimmt aber. Doris said Candace is in terrible health. Auf jeden Fall, der Mutter geht's nicht gut und die wollen dir auf jeden Fall helfen und bla. Dude, Tommy's been harassing his mom and the entire neighborhood. It's time we put an end to this. Okay. Also Tommy terrorisiert wohl die ganze Nachbarschaft und die Mutter und alles und es ist Zeit, das zu beenden. Diesmal fahren die länger, damit Watchtime länger, damit die mehr Werbung schalten können, damit mehr Geld. Apropos Werbung. Schreib's in die Kommentare, ob es geklappt hat, okay? Do you want to go in there? Yeah. Come on. Let's go. Okay. Okay, knock. Okay. Ich liebe Parker, Mann. Ich liebe sein Gesicht einfach. Einfach sein Gesicht liebe ich. Das ist sie. Das ist jetzt die Schwester von Candace. Das ist Doris. Ja. Thanks for letting us come over. Can we come in and talk to your sister? Okay. She's a bit under the weather right now. She's really not doing well. Ihr geht's wirklich nicht gut. That's okay. We'll try not to stress her out. All right. Rein mit euch. Ich habe euch gewarnt. Rein mit euch. Ich habe euch gewarnt. Okay, come on. Let's talk to Candace. What does she mean? She's in there. Die ist dort. Huh? Okay, thanks. Dude. Oh, war immer sein Öd. Ängstliches Öd, aber er ist trotzdem immer dabei. Oh shit. Ist das. Das ist die Mutter? What happened to you? Die hatte mal mehr Haare. Mir geht's gut. Was ist mit ihren Haaren passiert? Candace. War das dein Sohn? Einen auf Sprecher machen. Oh!
das ist er! Dude, Tommy's there! Tommy! Junge Tommy, du hast dich nicht verändert. Gewachsen ist er. Das ist ein guter Junge, Tommy. Geh zurück in dein Zimmer. Er geht. Immerhin hört er noch auf seine Mutter. Candace, hör zu. Ich weiß nicht, was abging in dem Haus. Aber wenn dein Sohn dich verletzt, wir sind da, um dir zu helfen. Mit Tommy. Es ist okay. Tommy ist ein guter Junge. Okay, Candace. Wir werden mit deinem Sohn reden. Nein, warum? Lass zu seinem Zimmer. Bro! Alright, I'm gonna knock on this kid's door. Okay. So, ich werde an sein Zimmer klopfen jetzt. Man hört schon die Geräusche. Tommy? What's that noise? Was sind das für Geräusche? Was sind das für Geräusche? Ihh, der sieht aus wie ein Alien. Ihh, aber wie machen die das? Das ist voll geil gemacht. Tommy, listen. The way you've been behaving is unacceptable. Wie du dich verhältst. And we know you've been disrespecting. Ich liebe es, wie die tun, als wäre das ein ganz normaler Junge. Als würde er wirklich so aussehen. So, er redet halt ganz normal. Das ist nicht gut, was du machst. Das ist kein gutes Verhalten. Du musst deine Mutter respektieren. Bruder, er sieht aus wie eine Mischung aus Alien und diesen einen, was gerade gehypt ist, dieses Toilettenviech, was da gerade, wie heißt das? Digli, digli, puff. Ich trage ihr... Ich trage ihre Haut wie einen Hoodie, Pulli. Thomas, schon lecker. If you don't stop misbehaving, we're gonna take your mom away and leave wenn you du dich here nicht alone. Wenn du dich änderst, benimmst, dann werde ich deine Mutter mitnehmen und lass dich hier allein. Okay. Translator. Hey, I think you'll start acting better now. Oh! 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 Bruder, das war gut! Oh! Mein Herz auf! Das haben die gut gemacht! Das haben die gut gemacht! Das haben die gut gemacht! Come on, we have to tell Candace about this! Okay. Tu nicht so, als wäre nichts, Junge! Spiel nicht den harten Mann! I think there's someone here. Alright. What are they doing? She's giving her a bath. Die badet den so mal ganz entspannt. Stop crying. This is your fault. Es ist deine Schuld. Ich liebe dieses Parker-Gesicht, dieses so nervöse. Was ist mit ihrem... Ach, das ist nicht der Junge gewesen, das ist die Mutter gewesen. Oh mein Gott. Ich bin verwirrt. Sie ist irgendwie gemarkt. Ihre Haut ist kaputt, keine Ahnung. Probably. Well, we gotta ask her. Let's set up some cameras while we wait for her. Jetzt wieder Kameras aufstellen. Bro. Okay, so it's been a little bit. We're gonna start setting up some cameras in this house. Leute, ich muss sagen, wirklich, diese Videos sind so geil. Die sind so abartig geil. Ich ziehe mir so viele Horrorfilme rein und ich langweile mich teilweise. Aber hier hast du wirklich 27 Minuten einfach Unterhaltung. Diese Videos sind einfach gut. Die sind einfach gut. Let's go put a camera in Candace's room now. All right. This is und jetzt in den Zimmer von der Dings, von der Mutter. Okay. Candace? Do you hear that? What's that noise? I don't know. Candace? Der trinkt sie! What the hell is he doing? Der trinkt sie wie so ein Cocktail. He's sucking her back. Oh mein Gott, am Rücken. Come on, let's go tell Doris. Okay. Ihr müsst weg. Jetzt zu Doris gehen. Oh mein Gott. Doris ist aber auch ein bisschen kaputt im Kopf. Die spinnt auch. Doris. Die spinnt auch, wirklich, glaubt sie. Wait, why are you wearing your jacket?
Are you leaving? Sie haut ab. I don't sleep in this house. Sie will hier nicht schlafen. Not with Tommy. Nicht mit Tom. Tommy hier. Yeah, we want to talk about him. Wir müssen über ihn reden. Wir haben gerade seine Mutter gesehen. Oh yeah, you know. She lets him do that. Und sie lässt es anscheinend zu. Wait, die Mutter lässt das zu, dass Tommy das macht. Yep. Das ist eine andere Art von Stillen. Okay, well listen. You need to meet us back here in the morning to review the footage. That's fine. I have to go now. Okay. Let's go to our room. Bye. Bro, but why do you want to sleep here? Not even her Warum sister schlafen? Wants to. Nicht mal ihre Schwester. This isn't about what we want to do. Es geht nicht darum, was... feel bad for Candace? Ja, macht sich, macht this is disturbing. Tommy's literally sucking the life out of his mom. Bro. Leute, ich werde nicht 27 Minuten alles übersetzen. Ihr versteht schon. Wenn irgendwas wichtig ist, dann sage ich schon. The fact that we're even here right now is a blessing. We can't leave Candace again. She's not safe here with Tommy. Yeah, neither are we. Listen, Doris mentioned that Tommy's been acting even worse. We have to record him tonight to see what he's been doing. Okay, die wollen ihn auf jeden Fall jetzt aufnehmen. Just go to sleep. Wir müssen checken, was abgeht. Bro! Fine. Die sind im Bett zusammen schlafen. Beste. Wir haben so ein kleines Bett. So ganz normal halt so, zusammen rein. Hat er Schuhe an? Monster. Oh mein Gott, er wächst! Oh mein Gott, das Pokémon hat sich verwandelt. Er ist ja digitiert. Was war denn das? Ey, es ist so eklig, gruselig, geil, wirklich. Es ist so lecker. Guck dir das mal an. Diese Sounds halt auch. Ich verstehe halt nicht, die wollen halt immer schlafen. Die können auch Hotel nehmen und dann die Kameras trotzdem aufstellen, aber egal. Oh nein, komm bitte nicht zur Kamera. Ich will dich gar nicht sehen. Das ist ein Ork-Gesicht, Junge. Hä? Was ist das? Was ist das? Das ist schon eklig, Mann. Das ist schon eine nasty Folge. Gott. Seid ihr noch da? Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch da seid. Schreibt jetzt. Ich muss es wissen. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
lädt seine Attacke auf. Oh mein Gott. Ganz schön durstig. Okay, so we just woke up. I just texted Doris and told her to meet us back here, so we can all review the footage. Okay. Let's go downstairs. Die Dings kommt jetzt wieder, die checken jetzt die Aufnahmen. Krank. Krank! She looks even worse. Sieht noch schlimmer aus. Okay, let's see what Tommy was doing last night. Alright, so it looks like he left his window. Let's see when he gets back. Dude, there is! It looks like he's carrying something. Hat irgendwas mitgenommen. Candace, do you know what that is? Weißt du, was es ist? I don't wanna know! Sie will es nicht mal wissen. Now he's chewing something! What's he eating? Irgendwas, der ist am Essen, der kaut das. And he went into the hallway. And then into your room. Candace, he's sucking you again. I know. Oh Gott. Candace, this is not normal. Das ist nicht normal. Nee, es ist nicht normal. I can't. You know I can't leave him. He's hurting you. You don't have much time left. He's sucking out your insides. Yeah. I can't leave my son. That thing isn't even your son. What does she mean? Okay, well, we need to go to Tommy's room to see what he was eating. No, he rests at this time. Okay, okay, der will in sein Zimmer abchecken, aber sie will nicht, dass er in sein Zimmer geht. Und jetzt werden die noch eine Nacht chillen. Also die Nacht, ja, noch eine Nacht chillen. Okay, so Tommy just woke up. He went to the bathroom. Tommy ist wach. So we're gonna go into his room to see what he was eating. Und war jetzt im Badezimmer und jetzt. Oh, what's that smell in here? Was ist das für ein It Geruch? Smells like rotting flesh. I don't know. He's been escaping through here. What's in there? Was ist das? Halsbänder. Oh nein, der hat die ganzen Katzen und so wahrscheinlich gegessen. Und Hunde. Was ist denn das für eine Miso-Suppe? What? Oh mein Gott. Okay. What the hell is he keeping in this pocket? What? Dude, it talked to me. Es hat mit mir gesprochen. I don't know. But let's block off his window before he gets back. Bro. Oh, ich dachte, er ist was. Let's go talk to them again. Okay. Okay. Ich bin da, Leute. Ich bin wirklich angespannt. Ich bin wirklich noch da. Hey, Candace. How are you feeling? Wie fühlst du dich, Candace? Ja, hier geht's nicht gut. Hier geht's nicht gut. I don't think she has much time left. Ich glaube nicht, dass sie noch viel Zeit übrig hat. Sie wird Candace, vielleicht nicht mehr lang machen. Bist du noch da? Ich glaube nicht, Bro, dass sie da ist. Doris. I think you need to stay here tonight in case something happens to your sister. I can't do it. You have to. Don't you love your sister? Liebst du deine Schwester nicht? I do. I'm just so afraid of Tommy. Aber sie hat einfach Angst vor Tommy. Listen, your sister is very weak right now. Er ist echt nicht so gut drauf. Sie wird es vielleicht nicht schaffen diese Nacht. Okay. Tommy won't even know you're here. And we boarded up his window. So he can't escape his room tonight. Okay, er kann anscheinend. No, oh! No, no, also, er kann nicht aus dem Fenster, weil ihm das Fenster zugemacht heute. Aber sie sagt, er muss essen. Er muss essen, er muss essen, er muss essen. Her head's all scrambled. She doesn't know what she's saying. Sie sagt, dass er essen muss. Ist echt gut gemacht, echt. Auch die Leute, die sie so holen, die machen da echt gut mit. Die machen das echt gut. Aber darf ich eure Welt zerbrechen? Das ist nicht echt. Ein paar schreiben von euch immer noch, das ist echt. Ihr wünscht ihr, das wäre echt, damit man sich hypen kann, darüber reden kann und boah. Und das ist nicht echt. Es ist nicht echt, okay? Aber es ist geil gemacht, okay? Es ist unterhaltsamer Fake. Hashtag unterhaltsamer Fake. Escape. Alright.
Let's go to room and go to sleep. Was, wenn es doch echt ist? Nein, es ist nicht echt. Es ist nicht echt. Bin ich jetzt der Buhmann? Ja, aber egal. Ich muss auch ehrlich sein. Okay. Dude, there's no way those boards are gonna hold him back. You don't know what we're dealing with here. You saw what was in his closet. Those boards will keep him trapped in his room tonight. But why did her sister say that's not her son? What the hell is he? Some type of beast? I don't know what's wrong with the kid. Not only has he been doing God knows what to this neighborhood, but he's been hurting his mom. Yeah, and trapping him in his room is just gonna make him more angry. He can get as angry as he wants. Er macht sich halt Sorgen, dass es nicht so eine gute Idee ist, dass sie ihn eingesperrt haben. Das macht ihn nur aggressiv. Ja, jetzt schlafen die wieder. Diesmal mit Sonnenbrille sogar. Zweite Nacht. Bitte, es tut mir leid, dass ich nochmal unterbrechen muss. Aber bitte schreibt mir in die Kommentare, wer von euch glaubt, dass das echt ist. Oder schreibt in die Kommentare, ist es echt oder nicht echt? Schreibt mir in die Kommentare, ich würde gerne wissen. Ich will jetzt wirklich, dass jeder von euch kommentiert. Echt, nicht echt, echt, nicht echt. Ich muss wissen, ich muss euch verstehen. Schon wieder der. Der Kollege will eigentlich raus. Er hat Ausgangssperre. Er will raus. Oh Gott. Holy mama, holy boli, broly. Oh Gott. Wie hat er das gemacht? Der bricht aus. Er ist echt ausgebrochen. Oh Gott, jetzt hat er richtig Hunger. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn das? Was ist denn das? Kennt ihr Cell? Ach du Scheiße. Sie ist futsch. Die Arme. Sie ist als nächstes dran. Scheiße, Mann. Oh Gott. Es ist eine Psychopathie. Es ist Psychopathie. Es ist Psychopathie. Oh mein Gott.
course. Oh shit! Sie ist drin! Sie ist drin! Schnappt irgendwas! Oh Gott! Das angespannte Gesicht! Renn! Is she in there? Nein, 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 jetzt kommt's. Jumpscare in 3, 2. Oh mein Gott, nur noch Haut. Nur noch Haut. Oder eine Maske. Amazon Maske bestellt. Doris? Come on, maybe we can still save Candace. She's in here. Ist das krank gemacht? Ist das krank gemacht? Es ist gut gemacht, aber es ist krank gemacht. Where is he? Ach du Scheiße. Dude, he took Candace again! Bro, it's not too late. Let's go in the woods and look for that. No! Let's go home! Come on. Dude! Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, das war's. Ja. Die haben gesucht nach Tommy und der Dings, Candace, aber die haben nicht gefunden. Und die hören immer so Geräusche, seit die Dings haben die Nachrichten bekommen, dass immer Geräusche. Und die glauben auf jeden Fall, dass die am Leben sind. Oh, Leute, 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 das war echt gut, Mann. Das war wirklich, glaube ich, die beste Folge. Das war wirklich die beste Folge. Ey, das war echt krank. Ich muss gerade einwirken lassen. Nennt man das so? Auf sich einwirken lassen. Schon ein bisschen. Aber mir ist aufgefallen, ich habe mich so gewundert. Oh mein Gott, das ist so rosig. Die Qualität ist halt voll schlecht. Ja? Die Qualität ist überall so. Die machen mit Absicht die Qualität schlecht. Auch so generell. Also die haben ja bestimmt das beste Equipment, aber... Die Qualität ist so mit Absicht schlecht, weil du kannst halt so besser editieren dann. Ich überlege, wie die das machen. Weil wenn du alles so richtig HD sehen würdest, dann würdest du den Fake auch viel besser erkennen. Und die haben das echt gut gemacht, also echt schlau. Weil ich überlege, wie macht man solche Videos? Echt krank. Respekt an die Boys, also echt sehr, sehr geil. Freunde, uff, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ansonsten, Freunde, ich bin geflasht. Ich muss eine Runde Gassi gehen, denn wenn ich gestresst bin, bin ich Gassi. Wir sehen uns bald wieder, passt auf euch auf und bis dann. Schlaf gut.